Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Stable Online. Gleicher Abend, immer noch gleicher Standpunkt und ich habe absolut keinen Bock mehr. Und gleiche Stimmung. Star Stable, du gehst mir auf die Eier. I don't want to go to diesen Lagerräumen und um diesen hässlichen Code zu finden. Yay! Ace Wunschi, kaufst du dir eigentlich eins von den neuen Nagern? Neuen Nagern? Ach, es gibt ja neue Nagetiere. Da kümmern wir uns später drum. Höchstwahrscheinlich. Mir hat doch einer sehr recht gut gefallen. Ich muss halt nur noch mal gucken, welcher das gewesen ist. Ich würde mir wenn einen Raum holen. Da war ein Lagerraum. Was war hier? Die gelbe 4. Star Stable will wirklich, dass wir uns das angucken. Ist doch scheiße. Hurra! Wir haben eine Zahl gefunden. Die zweite Zahl des Codes ist gelb. Und jetzt wissen wir, dass gelb für die Zahl 4 steht. Woher weißt du, dass das der zweite Dings des Codes ist? Warum gehst du denn nicht nach rechts, wenn ich auf D drücke? Ah, oh, großer böser Traktor, ich weiß. Ein Pferd. Wo bist du jetzt? Goldspurfamilie. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwo anders hin. Lila steht für die Zahl 1. Kannst du dir das merken? Nein. Madison, wenn dafür nicht eine richtig heftige Belohnung, sprich Level 21, rauskommt, dann breche ich dir den Hals. Glaub es mir. Wo ist hier noch so ein hässlicher Lagerraum? Da ist noch einer. Doch nicht ständig an den Kisten hängen. Ja, aber so kann mich die Kamera doch auch sehen. Das macht doch keinen Sinn. Star Stable Logik. Such dir doch einfach ein neues Pferd aus, ey. Super. Wir sind ein tolles Team. Das ist eine grüne 2, also die letzte Stelle des Codes 2. Ja, grüne 2, bla, bla, bla. Wo war jetzt denn nochmal der letzte Lagerraum gewesen? Okay. Nee, hier komme ich nicht weiter. Und da auch nicht. Das war der Ausgang, da ging es auch noch mal weiter. Bleib doch nicht ständig an den Kisten hängen, ey. Ha! Das war mir nämlich klar. Wo ist jetzt dieser hässliche letzte Lagerraum? Warte mal, das waren die beiden auf einem Flur. Da ging es, glaube ich, weiter. Ach ja, komm. Hier ist noch einer. Ist das der, den ich noch nicht hatte? Jetzt mach den Blödsinn doch jetzt mal hier auf. Hallo. Danke.
Ja, hier war ich noch nicht. Und die blaue 3. Okay, blau ist also die 3. Das bedeutet, die erste Zahl des Codes ist 3. Kommandantin Anna Gentin Lucia, hörst du mich? Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, um ins Mutterhirn einzudringen. Blau ist die Zahl 3, lila ist die Zahl 1, gelb ist die Zahl 4, grün ist die Zahl 2. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt das, dass der Code für den Kontrollraum müsste 3142 sein. Kannst du dir das merken? Super, wir treffen uns vor dem Mutterhirn. Wir sind unaufhaltsam. Und wieder darf ich durch diesen Blödsinn dadurch. Ich hasse es. Warum bin ich ein herzensguter Mensch und helfe allen? Muss ich jetzt hin? Da muss ich jetzt gerade mal schauen. Warte. Da geht's. Da muss ich hier rein. Tschüss. Bleib doch nicht hängen. Tschüss. Muss ich jetzt noch mal vorher mit dir reden oder? Nö. Zum Betreten Code eingeben. Also 3, 1, 4, 4, 2. Klick. Die Tür ist offen. Ach so. Und was mache ich hier drin jetzt? Oh, lass mich raten, ich muss draußen nochmal mit Madison reden, richtig? Das war klar. Hurra, wir haben das Rätsel gelöst. Weißt du, woran mich das erinnert? An diesen coolen Leute, die alle Orte aufsuchen, wie Gräber und so, aber zuerst an allen möglichen Fallen vorbei müssen. Egal, komm jetzt, Lucia. Wir müssen da drin irgendetwas finden, was das Mutterhirn auffällt, ohne dass die Wachen merken, dass etwas nicht stimmt. Wie meinte Tomb Raider? Suchen. Du hast nichts Interessantes gefunden. Und das kommt jetzt ungefähr 100 Mal. Oh, ich habe was Interessantes gefunden. Ein USB-Stick mit alten Überwachungsvideos? Das ist clever, Lucia. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass wir die Kameras einfach ausschalten könnten. Aber deine Idee ist viel besser. Das fällt auch gar nicht auf. Los, Lucia, wenn wir den USB-Stick austauschen, sodass die Bildschirme die gestrige Aufnahmen sind, wir so gut wie unsichtbar. Und sogar ohne die Kameras auszuschalten. Ah, oh, Mädel, du gehst mir auch auf den Zeiger. Manchmal. Was? Noch ein Code? Lucia, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich frage mich, ob wir dieses Rätsel genauso lösen können wie das letzte. Hey, anscheinend haben sie die Farben für diesen Code in der Reihenfolge geändert. Grün, gelb, blau und lila. Weißt du noch, welche aber für welche Zahl stand? Aber natürlich weiß ich das. Was mach? Ich hole mal gerade eben die Interface zurück. Aha, das Mutterhirn und die kleinen Spione sind außer Gefecht, Agentin Lucia. Nichts kann uns beide aufhalten. Wir sind die Besten, stimmt's? Ja. Na los, Lucia, wir dürfen keine Zeit verlieren. Operation Nightdust ist gerade in Phase 3 eingetreten. Ausbruch. Da passiert doch noch irgendwas. Warte mal, soll ich mal das passende Ambiente machen? Warte, ich bin sofort wieder da. Also, Star Stable hat ja geschrieben, wenn man etwas kleiner ist, sollte man das ja mit Freunden zusammen machen. Ich habe ein paar Freunde dabei, die immer noch dabei sind, und zwar Link und Yuki. Und ich habe jetzt gerade, um den Schwierigkeitsgrad nochmal zu steigern, das Licht ausgemacht. Oh, ich dachte, ich habe irgendwas für die Augen gebunden. Ich bin froh, dass du hier bist, Lucia. Ich wäre hier nicht gern allein gewesen.
Aber uns kann nichts aufhalten, Lucia. Nicht jetzt, wo wir es schon so weit geschafft haben. Los, befreien wir Naitas und die anderen Pferde. Ich fühle mich wie eine echte Soldatin auf Geheimmission. Ich habe einmal so einen Film mit meinem Papa gesehen. Die Soldaten im Film haben genau das gemacht wie wir. Sie haben Kameras abgeschaltet und sind an den Wachen vorbeigeschlichen, um ihre Freunde zu retten. Genau wie du und ich. Diese Fieslinge haben keine Chance gegen uns, oder Lucia? Du und ich zusammen schaffen einfach alles. Stimmt's? Öffnen wir jetzt die Käfige und lassen die Pferde raus. Madison, Lucia! Hm? Ach, puh, Moment, ich muss kurz zu Atem kommen. Papa! Madison, Lucia, wir müssen hier sofort weg. Nein, das mache ich nicht. Ich lasse Naitas nicht erneut zurück. Madison, ich weiß nicht, wann diese Männer zurückkommen, aber ich weiß, dass irgendetwas passieren wird. Das ist kein sicherer Ort. Hm? Lucia, nachdem du es ins Gebäude geschafft hast, habe ich auch versucht, einen Weg hineinzufinden. Da habe ich es gesehen. Ein großes Schiff, das in den Hafen kam. Es war voller leerer Käfige und dieser Herr Anwir war dort. Ich glaube, sie haben vor, die Pferde zu verlegen. Wir müssen fliehen. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance gegen Herr Anwir und all die Wachen haben, wenn sie uns hier finden. Ich habe Holly angerufen und sie und Johannes sind unterwegs, aber sie werden es nicht rechtzeitig schaffen. Wir können nur darauf hoffen, aus diesem Gebäude rauszukommen. Ich sage ja nicht, dass wir Naitas aufgeben sollen, aber wir müssen vernünftig sein. Nein, nein, nein! Schlurz. Papa, Sie dürfen Naitas nicht mitnehmen. Wir müssen sie retten. Jetzt oder nie, Lucia. Stimm mir zu. Richtig, Lucia? Du nickst. Ja, das gefällt mir gar nicht. Aber wenn du glaubst, dass wir es schaffen können, Lucia, okay. Also gut, gehen wir. Wir dürfen nicht hierbleiben. Wir müssen uns beeilen. Hier, Lucia, nimm die Brechstange. Öffnen wir diese Käfige. Wenn wir Glück haben, helfen uns die Pferde dabei, diese Leute abzulenken. Bis Holly und Jonas hier sind. Ich hätte da kein gutes Gefühl dabei, ganz ehrlich. Ich will das nicht machen. Oh. Aber warte mal, das ist ein Andalusier. Das ist keins von den Ponys von der Insel. Ach, und das Pferd, erste Pferd wird einfach mal ignoriert, oder was? Ist ja gemein. Oh, das ist Nightdust. Muss man die Nightdust-Quest eigentlich auf seinem Anfangspferd machen? Nein. Ich benutze meinen Welch Pony. Ja, komm, Brechstange. Hilf dem hübschen Andalusia da noch raus. Andalusia? Lusitano. Ja, und die beiden Pferde werden... Ach nee, warte mal, das erste ist jetzt auch raus. Aber was mit dem... Was mit Nightdust hier? Was war das? Lucia, hörst du das? Klingt wie Schritte. Das ist nicht gut. Wir müssen versuchen, hier wegzukommen. Wir können noch nicht weg. Ich bekomme Naitas Käfig nicht auf. Wir müssen ihn retten, Papa. Ganz ruhig, mein Junge. Wir holen dich raus. Oh. Naitas? Madison, tut mir leid, aber wir müssen gehen. Wir müssen sicherstellen, dass all die anderen Pferde hier rauskommen. Ich verspreche, ich werde nicht ruhen, bis Naitas frei ist. Selbst wenn das bedeutet, Herr Anwir bis ans Ende der Welt zu jagen. Okay, Lucia, hilfst du mir, die Pferde zu versammeln, damit wir sie rausbringen können? Vielleicht können wir über das Dach verschwinden. Wie war das, Lucia? Du willst, dass ich mit den Pferden alleine vorgehe? Mhm. Lucia, ich kann Madison doch nicht alleine lassen. Papa, ich bin doch nicht alleine. Lucia und Naitas sind bei mir. Papa, keine Sorge, Lucia ist total talentiert. Sie bekommt Naitas Käfig im Nu auf. Wir kommen dir gleich hinterher. Das gefällt mir überhaupt nicht. Du hast allerdings recht, Lucia. Ich gehe vor und sorge dafür, dass die Pferde hier rauskommen. Papa? Tut mir leid, dass ich nicht immer geglaubt habe, dass, was du gesagt hast. Du musst wissen, dass ich sehr stolz auf dich bin. Bitte sei vorsichtig. Ich hab dich lieb. Und Lucia, du wirst dich gut um meine Tochter kümmern. Nicht wahr? Ich vertraue dir.
Ey, die Zeit, in der man da diskutiert, ne? Da hätte man schon 5 Male Pferde retten können. Lucia, irgendetwas stimmt mit Neiters nicht. Er reagiert nicht. Ich versuche mit ihm zu reden, aber er starrt nur die Wand an. Wir müssen diesen Käfig öffnen. Jetzt, jetzt, jetzt sofort! Ja, ja, ich arbeite ja dran. Sehr gut. Ah. Jetzt geht's weiter. Es tut mir leid, dass ihr die Zwischensequenz gerade nicht gesehen habt, aber leider, ja. Danke dafür, Laptop. Hurra, du hast es geschafft, Lucia. Neiters, oh, ich hab dich so vermisst. Lucia und ich sind hier, um dich zu retten. Neiters, du bist frei. Komm, wir gehen wir. Neiters? Lucia, warum reagiert Neiters nicht? Bin ich die Tierärztin? Das ist gruselig. Neiters! Was zum Hölle? So ein bisschen dezent. Lucia, was ist mit ihm passiert? Ich erkenne ihn gar nicht wieder. Oh Gott, Madison, nein. Neidast, bitte, Neidast, hör mir zu. Ich bin's, Madison. Neidast, was tust du da? Hör auf. Neidast, was habe ich dir bloß mit dir gemacht? Bitte hör mir zu. Halt doch mal dein... Armes kleines Mädchen. Dein dämliches Pferd hört also nicht mehr auf dich, hm? Huh? Lucia, 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 du und dieses närrische Mädchen habt es also gewagt, wieder herzukommen? Ich muss zugeben, ich habe euch unterschätzt. Ah, Herr Anwir, zumindest haben wir alle Pferde befreit, da können Sie staunen. Ja, das sehe ich, darum werde ich mich später kümmern müssen, Karl. Ja, Herr Anwir. Schick ein paar unserer Männer zum Pier, um die Pferde einzufangen, die weggelaufen sind, klar? Natürlich. Und Karl, Karl, noch etwas. Ja, Herr Anwir? Dieser Mann, der bei den Pferden ist, sorgt dafür, dass er verschwindet. Für immer. Ich habe genug von Leuten, die ihre Nase in Angelegenheiten stecken, die sie nichts angehen. Hä? Natürlich, Herr Anwir. Ich mag Karl nicht. Karl ist doof. Und jetzt zu euch. Was soll ich mit euch machen? Aha. Ja, was werden sie wohl machen? Lucia wird sie besiegen, sie Blödmann. Niemand kann Lucia, Neiters und mich aufhalten, wenn wir zusammen sind. Richtig, Lucia? Ja, klar. Wenn ihr meint, dann nehme ich sie an. Die Herausforderung. Was? Wie ich sehe, habt ihr da ein paar Problemchen mit deinem Pferd, Neidast, nicht wahr? Ach, wir haben keine Probleme, stimmt's, Neidast? Ich schätze, Mortus Spiritus sagt euch nichts. Mortus, Lucia, was ist das? Frag mich nicht. Mortus Spiritus ist der Name unseres Projektes, bei dem wir eine neue Pferderasse erschaffen. Ein Superpferd. Stärker als alle anderen, aber seinem Besitzer völlig ergeben. Mortus Spiritus kann man ableiten. Ja. Unglücklicherweise war das Projekt anfangs ein Fehlschlag. Die meisten Pferde, die wir hergeschafft haben, haben nicht so gut auf das Serum reagiert, kann man wohl sagen. Anfangs schien nicht mal euer alter Freund Neiters darauf zu reagieren. Aber dieses neue Serum, was ihr mir freundlicherweise gebracht habt, das hat besser funktioniert als erwartet. Und jetzt staunt über diese Schönheit. Neiters! Bitte, Neiters, hör mir zu!
Ich warte schon so lange darauf. Erlaubt mir euch demonstrieren, zu euch, euch zu demonstrieren, was Mortus Spiritus mit einem Pferd wie Neithas tun kann. Zusätzlich dazu, dass Neithas Muskelkraft und sein Tempo um 72% erhöht wurden, ist er nun komplett stimmgesteuert. Oh, bilde dir nichts ein, Mädchen, er hört nur auf mich, seinen Meister. Hier, du alter Klepper. Zeig diesen närrischen kleinen Mädchen, was wir mit sich frechen Schnüfflern machen. Neithas! Das wird langsam zu einer wirklich gefährlichen Situation. Du musst versuchen, Neithas zu beruhigen, bevor er Madison angreift. Hast du einen Schaden? Bring das Mädchen da raus. Dein Serum funktioniert wohl doch nie so, wie du das... Ha? Wie ist das möglich? Neithas, greif sie an. Ich bin begeistert. Wie geil ist das denn? Neithas, erinnerst du dich an uns? Du kannst gegen das Gift in deinem Körper ankämpfen. Du bist noch da drin, das weiß ich. Das hast du bereits bewiesen. Neithas starrt dich an, scheint, als wolle er, dass du auf seinen Rücken steigst. Na los, Lucia, zerstören wir zusammen mit Neithas dieses Labor. Neithas, was tust du? Lucia, anscheinend hat sich Neithas noch nicht völlig aus Herr Anwins Kontrolle gelöst. Wir müssen vorsichtig sein. Halte dich fest, Lucia. Retten wir Neithas und zerstören dieses Labor. Halt dich fest, Kind. Du Erbsenhirn, hör mir gefälligst zu. Nicht zuhören, Neithas. Alles ist gut. Alles wird super. Zerstör alles. Das darfst du. Und bitte trampel nicht auf Snow rum. Stopp! Seid ihr noch da? Also ja. Ich zumindest. Ja. Er macht doch langsam, Pferd. Na? Wirst du das wohl sein lassen? Pferd? Okay. Hier, einmal haben wir noch. Los. Mach alles kaputt, darfst du. Gehorche mir, blödes Pferd! Das haben die wohl mit Angry Anwir gemeint. Das Serum? Natürlich. Wenn ich bedenke, was 3 Dosen für die Stärke und das Tempo eines Pferdes bewirken, was kann es wohl bei mir anstellen? Oh Gott. Lucia, was redet er da? Die ganze Zeit über war mir nicht klar, dass ich die wahre Macht längst besitze. Oh, ich hab dich nicht vergessen. Lucia, das verheißt nichts Gutes. Madison, Lucia, hier komme ich. In verbesserter Version. Ich lasse euch hier nicht weg mit diesem Pferd. Junge, Junge, Junge. Wie kann man nur so dämlich sein? Lucia!
Oh nee, was kommt denn jetzt? Was tut er da? Warum lacht Angelina? Ich gehe, ich bin weg. Tschüss. Was soll das denn? Der kommt jetzt an Elder Ah! Ein Monster! Er hat sich in ein verrücktes Monster verwandelt. Er ist ein Affe. Er ist in Entwicklung zurückgegangen. Lucia, Naitas hat recht. Wir müssen hinter ihm her. Wir müssen ihn aufhalten, sonst zerstört er noch die komplette Stadt. Na los, ihm nach. Es ist King Kong. Ja, aber echt, ey. Fährt, mach langsam. Weißt du, ich laufe mit Nightdust gegen die Wand und Moondancer kriegt dafür Schaden, weißt du? Ja, klar. Ah, fertig in Jalaheim. Alles gut, mein Freund. Alles wird prima. Mir ist langweilig. Das wird schon. Wir können was unternehmen. Warte. Also so brauchen wir noch 3 Jahre, ne? Also. Wir wollten noch das Musikvideo zu Ende drehen. Richtig. Alles klar, Leute. Ich bin gleich wieder da. Aber bevor es hier weitergeht, würde ich mal sagen, verabschiede ich mich an der Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.